Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. So ein strahlender Sonnenuntergang, da kann's ja losgehen. Wir dachten doch, dass wir... Und unser Einsender hat den silbernen Golf auch mal komplett übersehen hier. Aber in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir stehen auf der Rechtsabbiegerspur, die Ampel wird grün, da kann's ja losgehen. Na, irgendwie sind unsere Videoeinsender heute noch nicht ganz wach, oder? Kleinen Moment später. Aber vielleicht brauchen wir heute erstmal einen richtigen Wachmacher. Der Jan hat da was für uns. Und der Mercedes soll uns angeblich auch noch den Mittelfinger gezeigt haben. Hey, was ist falsch mit den Leuten? Aber in der Nähe der Polizei wird doch bestimmt vernünftiger gefahren. Na, die Polizei ist jetzt gerade durch, gucken wir mal. Manche Leute haben echt eine bemerkenswerte Scheißegal-Einstellung, auch in dieser Szene hier. Ja, Blaulicht, was wäre das schön, wenn man in der Lage wäre, eine Rettungsgasse zu bilden. Und die Rettungsgasse muss bei Stau immer und sofort gebildet werden. Drum noch trauriger ist eigentlich das Verhalten nach dem Einsatzfahrzeug. Und dann fahren sie alle wieder in die Mitte, als ob sie es nicht checken würden, wofür man so ein Ding braucht. Ich glaube, unser unsichtbarer Christian hat jetzt einen Motorradführerschein gemacht. Aber diese Szenen sind immer wieder bemerkenswert. Dieser Radweg scheint hier in beide Richtungen freigegeben zu sein. Die Autos, die hier rechts auf der Linksabbiegerspur fahren, die haben uns überholt. Die müssen uns gesehen haben. Es gibt doch keine Erklärung hierfür. Guck doch, Mann! Was soll die Scheiße? Mann, ey! Wobei es, glaube ich, auch viele gibt, denen sowas völlig egal ist. Achte mal auf den LKW vor uns. Und er knallt ja nicht nur ungebremst über dieses Stoppschild drüber, sondern über die rote Ampel da hinten zusätzlich auch noch. Sonnenverhalten, das geht doch gar nicht klar. Hier achten wir auf den Vordermann. Oh! Ja, läuft bei ihm, ne? Bitte, Knopf war das. Das mit dem rechts vor links ist auch immer wieder eine tolle Sache, wenn ihr wüsstet, wie oft wir sowas eingeschickt bekommen. Und gerade als Busfahrer müsste man doch besonders darauf achten, angepasst zu fahren, um wegen den Fahrgästen keine starken Bremsungen machen zu müssen. Aber den Vogel für die unangepassteste Geschwindigkeit, ich glaube, den schießt er hier ab. Und das Beste ist, wenn man sich mal die komplett demolierte rechte Fahrzeugseite hier anguckt. Ich glaube, der macht das nicht zum ersten Mal. Aber gefühlt haben wir es heute echt überall eilig. 70. Naja, er fährt halt lieber 110. Aber besonders gut sind auch immer die, die komme was wolle Autos an der Ampel überholen. Aber diese Art von Überholzwang, die lässt sich auf der Autobahn wohl nochmal steigern. Hier hängt so ein Schild, bei Rückstau bitte Ausfahrt frei halten. Und selbst wenn man das Schild vielleicht nicht gesehen hat, müsste das doch selbsterklärend sein. Es ist ja nicht nur der Touran, sondern quasi fast alle anderen Autos, die davor stehen, auch noch. Der andere fährt jetzt hier schon über den Gehweg drüber, auch nicht ganz sauber. Das Auto aus dem Parkhaus kommt jetzt auch nicht weg. Das ist doch klasse. Na, welche Abfahrt ist hier wohl die richtige? Alter, ist der bekloppt? Alter, das hätten wir aufnehmen müssen. Ich bin ja großer Fan davon, wenn man im Straßenverkehr mitdenkt, vielleicht auch mal Traktoren oder LKW rauslässt an Stellen, wo diese schlecht wegkommen. Aber wenn man dafür auf der Landstraße anhält, obwohl wirklich durchgängig hier Gegenverkehr kommt und noch mehrere Autos hinter einem fahren, dann ist das zwar nett gedacht, aber natürlich katastrophal umgesetzt. Das silberne Auto hier vor dem Golf steht über eine halbe Minute auf der Landstraße. Junge! Aber das silberne Auto hat noch ein paar weitere Fahrfähigkeiten drauf, wie wir jetzt hier an diesem super breiten Kreisverkehr sehen. Hey, das Auto passt zwar mindestens zweimal nebeneinander in den Kreisverkehr, aber Hauptsache den Bordstein mitnehmen. Das Motorrad hinter uns nimmt sich beim Abbiegen hier wirklich sehr viel Zeit, um zu gucken, ob Verkehr kommt, aber von nicht einsehbaren Kurven, da muss man sich die Zeit nicht mehr nehmen.
Das ist übrigens ein Organspender. Der weiß es nicht. Seine Fahrweise lässt sich schwer dann rumschließen. Das nimmt seine Organe, entnimmt und dann vernünftige Leute übergibt, die welche brauchen. Aber wirklich vielen kann es einfach nicht schnell genug gehen. Wir stehen hier auf der Linksabbiegerspur und an der Ampel filtern bzw. mit dem Motorrad vorfahren ist ja eine Sache, aber dann obendrauf im einspurigen Linksabbiegervorgang rechts den Transporter zu überholen. Also manche betteln doch nur förmlich danach, dass es mal schief geht. Und damit mir jetzt niemand sagt, ja ja, die Motorradfahrer, das ist ja typisch, die Autofahrer können das leider auch ganz gut. Insgesamt also in 4 Fällen. Anfang der Woche ist zunächst bekannt geworden, dass ein Pädagoge vor 13 Monaten... Aber komm, das war ja noch recht harmlos. Schlimmer geht immer. Und er ist über die gerade Ausspur noch an den Linksabbiegern vorbeigefahren, um noch abzubiegen. Na, zum Glück ist der neben uns hier wohl langsamer losgefahren. Das hier ist aber gemütlich knapp. Aber darum geht's gar nicht. Eine halbe Minute später. Ja, wer mag sie auch so gerne? Linksspurschleicher. Milch, cremig. Locker. Dein Scheiß! Aber das Beste hier ist der Grund. Der daddelt nicht wirklich am Handy. Daddelt doch. Der daddelt eiskalt an seinem scheiß Handy. Und das kann's halt wirklich nicht sein. Dennoch muss ich auch erwähnen, rechts überholen, egal wie schlimm das mit dem Linksspurschleichen ist, geht natürlich auch nicht. Hier war es jetzt zwar recht ungefährlich, da der Einsender immer noch eine freie Spur rechts hatte zum Ausweichen, aber man muss ja immer überlegen, warum träumt jemand links rum? Entweder es ist die absolute Ignoranz oder es ist Ablenkung und Träumerei, nur worum geträumt wird, gibt es halt auch immer Leute, die plötzlich wieder aufwachen könnten. Der Einsender nennt diese Datei hier Linksschleichen mit 120. Und ich weiß nicht genau, was ihr von mir erwartet, wenn ihr solche Videos hier einschickt. Soll ich jetzt den Linksspurschleicher kritisieren? Ich meine, das mache ich ja so oder so immer schon, das ist ja überhaupt gar kein Zweifel. Aber soll ich euch jetzt dafür loben, dass ihr jetzt mit 190 zwischen PKW und LKW rechts überholt habt? Ich glaube, das merkt man doch selber, oder? Linksspurschleicher müssten definitiv öfters bestraft werden, da gibt's gar keinen Zweifel dran. Aber nur weil jemand anders blöd fährt, muss man doch nicht selbst ebenfalls blöd fahren, nur weil man damit vielleicht 15 Sekunden sparen kann. Also Leute, ein bisschen Geduld, so schlimm es auch ist. Aber es hilft ja nichts. Katzen und Straßenverkehr. Und ich glaube, da zieht sich bei jedem Katzenbesitzer zusammen, aber zum Glück ist das hier ja gut ausgegangen, nicht wahr? Danke für die Bestätigung, aber damit sind wir durch für heute. Eine weitere Folge zur Auswahl ist hier noch verlinkt. Wenn ihr noch eine weitere Folge schauen möchtet, klickt da einfach drauf und dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.